Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die vor einer Woche vorgestellte Katze Mandy, der der Umzug ins Tierheim drohte, hat großes Glück. Schnell fanden sich Interessenten, die sie gleich von ihren Vorbesitzern übernehmen wollen. Heute richtet sich der Fokus unseres Beitrags auf die kleine Hündin Missy, die mit einer größeren Gruppe von Russell-Mischlingen über das Veterinäramt in die Arche Noah eingewiesen wurde. Missy ist etwa 9 Jahre alt und liebt es eher gemütlich. Sie ist eine Hundedame im mittleren Alter und nicht besonders sportlich unterwegs. Bei fremden Menschen zeigt Missy anfangs etwas Zurückhaltung, doch wenn man sich besser kennt, freut sie sich über Zuwendung. Missy sucht ein Zuhause bei einem Ehepaar oder einer Einzelperson, die selbst nicht so gern große, ausgedehnte Spaziergänge machen. Kleine Gassi-Ründchen und ein kuscheliges Sofaplätzchen, das wäre für Missy ideal. Eine Familie mit Kindern wäre für Missy wahrscheinlich zu hektisch. Wenn ab und zu Enkelkinder Oma und Opa besuchen, käme die Hündin sicher klar damit, meint Tierheimleiterin Katrin Mattes. Es wäre sehr schön, wenn Missy nicht mehr lange in der Arche Noah sein müsste, denn viele ihrer ehemaligen Leidensgenossen haben schon ein neues Zuhause gefunden. Außerdem wollen wir heute an die vor einer Woche vorgestellte Katze erinnern, die in der Gothaer Oststraße gefunden wurde. Die Mieze hatte eine Augenverletzung und wurde in der Arche Noah behandelt. Sie wird auf ungefähr 8 Jahre geschätzt und ist kastriert. Sollten sich für sie keine Besitzer melden, sucht sie ein neues Revier mit Freigang.